und Action. Ja, hallihallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute mal wieder auf unserem Abenteuerspielplatz unterwegs. Ihr seht da hinten wieder den Eingang zu unserem Bunker. Und ich bin heute wieder unterwegs mit dem Tiroler und dem Daniel. Die zwei seht ihr da hinten. Ein bisschen im Hintergrund. Die werden jetzt mal die Lagerfeuerstelle freimachen, weil wir machen heute unsere erste Übernachtung im Bunker. Und wir wollen natürlich am Abend noch ein bisschen am Lagerfeuer sitzen. Während die beiden die Lagerfeuerstelle freimachen, werde ich mich ein bisschen nochmal um unsere Stromversorgung kümmern. Und wieso und weshalb, das zeige ich euch gleich. Ja, und hier seht ihr auch schon einen Grund, warum ich nochmal mich um unsere Stromversorgung kümmern will, nämlich hier die beiden Pufferbatterien, die ich von daheim mitgenommen habe, die ich eigentlich für einen anderen Zweck gekauft habe, die ich aber momentan noch nicht einsetzen kann. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mal mit, dass wir das alles ausprobieren und dass wir dann eben am Abend auch ein bisschen Licht haben. Das heißt, ich werde jetzt dann hier erstmal in unserem Generatorraum die Pufferbatterien, die hier stehen, abschließen und mal zur Seite räumen, damit ich dann die anderen Pufferbatterien anhängen kann, dass wir dann mal ein bisschen Licht haben. Ja, was ich jetzt gemacht habe, wie ihr seht, ich habe hier mal die Batterien ein bisschen verschoben, habe die Leitungen, die dann in die Stromanlage hier gehen, ins Stromnetz, hier an meine Versorgungsbatterien angeschlossen. Und wenn ich jetzt hier den Lichtschalter betätige, haben wir Licht. Also alles bestens. Das heißt, wir sind jetzt auch für den Abend gut gerüstet und brauchen nicht ständig mit den Stirnlampen herumlaufen. Ja, mein Hund benutzt einen Defense 4. Mit Tropen-Setup. Ich lasse mal alles vor.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die erste Nacht im Bunker war ganz okay. Ich hatte ein kleines Hoppala, weil wir haben ja diese runterklappbaren Pritschen in den einzelnen Räumen. Und ich habe mir gedacht, ah, das probierst du aus. Richte mir das alles her, lege meine ISO drauf und lege mich auf die, dann schlussendlich dann in meinen Schlafsack. Und dann höre ich einmal schöner Mist. Ja, habe ich mir einen kleinen Schnitt in meiner Isomatte zugezogen, weil irgendwo ein Draht rausgestanden ist von diesem Gitter. Durfte also dann gestern noch Isomatte flicken bis um, keine Ahnung, 12:45 in der Früh oder so. Hat aber gut funktioniert, ich habe mein ganzes Flugzeug alles mitgehabt, von dem her war es okay. Aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Ich muss mir auch das Ganze zu Hause nochmal anschauen, weil irgendwo dürfte die Matte immer noch Luft verlieren. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das unten bei dem Schnitt ist oder irgendwo anders. Weil ich musste die Isomatte zweimal in der Nacht nochmal nachpumpen. Weil ich schlicht und einfach am Boden gelegen bin und dann wurde es ziemlich frisch. ja. Aber war okay, also sowas passiert. Ist jetzt nicht weiter dramatisch. Und ja. Wieder was gelernt, ne? Legt euch nicht mit einer Luftmatratze auf diese Pritschen drauf. Ja, ansonsten muss ich sagen, war es echt okay. Interessanterweise ist es im Bunker echt kälter als heraußen. Es ist heraußen wirklich spürbar wärmer als im Bunker unten, was mich eigentlich ein bisschen gewundert hat, muss ich sagen, weil eigentlich kam es mir jetzt im Bunker auch nicht so wirklich kalt vor, aber dann am Abend irgendwie, man hat es dann schon gemerkt, aber es war okay. Also grundsätzlich, die erste Nacht war ganz gut und jetzt werde ich mal warten, bis meine zwei Kumpanes aus den Federn kommen, weil die dürften noch gut auf, an ihren Matratzen und Isomatten horchen. sie haben zwar irgendwann um 5 in der Früh den Ofen eingeheizt, aber ansonsten habe ich noch nicht wirklich was mitbekommen von ihnen. Und ja, wenn die zwei dann auf sind, dann gibt es erstmal Frühstück.